So, weiter geht's heute mit dem Couch Craze Sofa Race. Das will ich mir einfach mal angucken. Und, okay, guck mal einfach, was das Ganze hat. Das wird schon witzig. Madman Stadium, Achterform, Überlebensrennen ist das definitiv. Und ja, dieses Rennen, wo diese Achterrennen gefahren sind, haben wir tatsächlich im großen Finale noch in der Kurzweile den Sieg abnehmen lassen. Aber mal gucken, das soll natürlich jetzt heute nicht passieren. Ich bin so witzig gerade. Naja. So. Na dann, let's go. Einfach heute das Rennen gewinnen. Wir haben jetzt über 24 Autos. Also, was heißt 24 Autos? Wir sind 24 Mofas. Schon mal Sechster wieder. Also ein bisschen drin jetzt zumindest. Sorry, mein Freund, aber ich muss mich mal da an der Leopard-Couch vorm Eindrücken. So, sonst gezückt. Beende das Rennen auf Position 1, unser Ziel sein. Das ist natürlich das große Ziel. Und da klatscht es weg. Und zweiter einer von rechts rum. Das wäre mal nämlich dritter gewesen. Gut, hat auf jeden Fall einen erwischt. Der da, glaube ich, unseren stehendes Sofa rein ist. Also, wir sind momentan jetzt dritter. Das Problem ist, dass wir von ganz außen stehen. Wir kommen nicht rein. Wir sind momentan noch mal eine Chance, nochmal frei zu rutschen. Ah, da müssen wir mal ranzurutschen an den Führenden. Fahren wir wieder zurück. So, führen das immer jetzt sogar. Weil wir ja gerade auch ein bisschen überrunden. Guck mal, 24 Sofas, ist das ein bisschen schwierig, da natürlich den Überblick zu haben, beziehungsweise da irgendwie heile durchzukommen. Jetzt kriegen wir es hin. Verschwindet da vor mir. Yes! Wir haben das schnellste Sofa im Feld gehabt und haben das Ding gerockt, liebe Leute. Was für Teile! Was für eine geile Scheiße. Hey, wir haben ja so am Anfang den Weltrekord gehabt, jetzt haben wir so ein scheiß Sofa. Aber wir haben eigentlich ein Bundesliga erreicht, wir haben ja tatsächlich das Ding auf 1 gefahren. Gut, dann haben wir ja noch eins. Ach Gott, ich dachte mir jetzt. Heat Race, Folk Racing. Komm, fahren wir noch das Ding hier. So. Los geht's. Rennen Nummer. Lauf Nummer 2 für uns. Kann ich mal ein bisschen die Karre tunen? Nee, kann ich nicht. Okay, let's go. Fahren wir einfach mal rein. Es geht hier um ein kleines Rennen. Und dann tatsächlich dachte ich mir, ja, das hast du schon alles ohne Probleme hingekriegt. Dann würde ich es aber trotzdem mit dir feiern. Und dann fahren wir dieses Rennen hier nämlich in der nächsten Folge erst. Tut mir leid. Ach komm, wir machen es doch heute. Das Folge ist zu kurz. Machen wir es jetzt doch.
Ich muss mal hier durch, liebe Leute. Ich. Oh, der hat einen Skyline. Ist das richtig? Hier ist es natürlich so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Das ist die große, große Szene natürlich. So weit wie möglich nach vorne zu kommen. Zack, aber das hast du jetzt aber keine Gruppe. Klar, weil die halt jetzt alle in die gegen Fahrzeuge mit der Fahrtrichtung sind. Ziemlich, das Ding quietscht gerade so ein bisschen. So. Ich wollte jetzt in den Gegenverkehr drücken. Wir hätten die Jungs sich selbst ausgeschaltet, aber... Naja, egal. So, also wir sind, glaube ich, dann noch durch. Und gewinn diesen ersten Lauf. Yes! So. Rennnummer 2. Zwei Autos haben wir schon mal. Ein Auto haben wir rausgedreht. Zwei brauchen wir noch. Finger mal hin. Das ist einfach nur einmal kurz ein Auto ein bisschen drehen. Ach, ich finde es gerade sowas von witzig. Wie gesagt, klar. Weil 16 Autos, ja gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis natürlich das ganze Feld hier entzerrt ist. Weg sind. Wobei das jetzt ja gerade so ein bisschen beruhigt, ein bisschen beruhiger ist, hier ein bisschen beruhigt ist. Wird aber die nächste Folge ein bisschen kürzer. Vermutlich ein bisschen kürzer, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall machen wir danach das Signal noch. Nicht diese Folge, aber wir machen es auf jeden Fall noch. Den Lauf haben wir auf jeden Fall schon mal gewonnen. So. Gut, weiter geht's. Das dürfte jetzt das große Finale sein. Ja. Immer noch nur aus. Aber gut, wir haben den Lauf jetzt gewonnen.
Klar, dass wir da ein bisschen weiter vorne stehen jetzt. Und wir jetzt gerade schön wegsetzen können, während die sich da hinten nur auf die Socken hauen. So, 6 Runden sind es insgesamt heute, oder jetzt. Kriegen wir die Aufgabe nicht hin, ist egal. Alles gut. Aber hauptsächlich drehen hier mein Rennen, wenn ich nicht da irgendwie noch so ein blödes Ding einbaue, einen blöden Fehler einbaue. Da hat sich einer an die Wand gedreht, der jetzt hoffentlich ein bisschen aufräumt da hinten. Wenn ich jetzt einen an der Backe kleben, der jetzt ein bisschen näher kommen will. Du kommst mir nicht zu nah, mein Freund. Ja klar, sehr übelst aggressiv. Der will natürlich jetzt hier und die Führung wegnehmen. Weg mit dir. Gut, boah, ja, das kommen ja natürlich jetzt alle. So, jetzt mal ein bisschen wieder Ruhe reinkriegen. Wieder ein bisschen bis absetzen, weil sie auf einmal alle vorne waren. Da hat sich einer gedreht, der wird sich einmal komplett drehen müssen. Wenn da jetzt keiner unbedingt noch. Wenn jetzt keiner noch in die Karre pfeffen, Gegenverkehr, sollte das Ding hier gewonnen sein. Aber so ein Rennen ist jetzt vorbei, wenn es vorbei ist. Hier ist alles erlaubt. Ja, ist es auf jeden Fall. So, wir haust du da einfach mal kurz von dem Gegenverkehr mit rein. Aber diesmal gewinnen wir das Finale. Dieses Mal gewinnen wir das Finale. So. Ein radikaler Einlass. So, gut. Level 18 sind wir mittlerweile schon. Wir haben auch die volle Punktzahl beim Canyon Crash Fest. So, uns fehlt jetzt noch ein Rennen und dann gucken wir mal gerade was. Wir brauchen Gruppe C. Amerikanisch, europäisch oder japanisch. Also einen Frontantrieb brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Okay, dann müssen wir uns tatsächlich noch einen Frontantrieb holen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Ärger im Quell jetzt gemacht. Genau. Damit sagen wir mal Feierabend und dann holen wir uns ein neues Auto und dann haben wir, gehen wir das Finale füllen. Gehen wir mit den Frontantrieb Flitzer, Folk Racing. Bis dahin und tschüss.